Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Dampf-Tutorial. Diesmal geht es um den Lemo 3 aus dem Hause eLeaf, also die dritte Generation des Lemos. Ich hatte mit dem Lemo 1 damals das selber Wickeln angefangen und der Lemo 1 war ein sehr, sehr guter Verdampfer, weil er sehr vergebend war, was Fehler und so weiter anbelangt hat. Der Lemo 2 war okay, aber konnte meiner Meinung nach trotz der Verbesserungen nicht dem Lemo 1 das Wasser reichen, was die Einfachkeit und vor allem den Geschmack anbelangt hat. Ob der Lemo 3 das besser kann, das schauen wir uns jetzt zusammen an. Wir werden uns den Packungsinhalt anschauen, wir werden ihn zusammen wickeln und dann natürlich auch einen Dampftest unterziehen. Was ich gleich noch anmerken möchte, der Lemo ist jetzt nicht nur ein reiner Selbstwickler, sondern er kann auch mit Fertigcoils direkt alles aus der Packung raus benutzt werden. Und ich würde sagen, wir springen jetzt mal ins Detail. In dieser Verpackung wird der Lemo 3 von eLeaf dann geliefert. Hier haben wir die Abbildung. Hier sieht man auch schon die pre-built Clapton Coils, die mit im Lieferumfang sind. Hinten Packungsinhalt nochmal beschrieben, ein bisschen Marketing-Text. In der Packung selber haben wir dann ein Faltblatt auf Englisch, das uns den Zusammenbau erklärt, also wie man ihn auch befüllt. Und mehr ist da wirklich nicht dabei, also keine Wickelanleitung oder sonst was, in dem Sinn, wie man es von den alten Lemos kennt. Dann haben wir auf der ersten Lage verschiedene Einheiten, einerseits natürlich den Verdampfer, zwei Fertig-Verdampferköpfe, ein Pyrex-Ersatzglastank, eine weitere Base, diese ist für die Fertigköpfe und eingebaut ist die für das selber Wickeln. Wir schauen uns aber beide natürlich an. Des Weiteren haben wir ein Zubehörpaket mit einem Schutz für das Glas, einen Schraubendreher, Ersatzglasschrauben und natürlich auch Ersatzschrauben selber. Also die befinden sich dann in diesem Tütchen. Dann haben wir zwei vorgefertigte Clapton Coils, die also auch schon gebogen sind. Schauen wir uns auch gleich näher an. Dann ein bisschen Watte zum Wickeln. Und was ich besonders cool finde, diese Keramikpinzette. Ich benutze die schon ziemlich lang von einem anderen Hersteller und die hat sich eigentlich sehr, sehr gut bewährt, weil man kann hier mit dem oberen Teil, wenn mal etwas fester geschraubt ist, kann man einfach hier drauf gehen und kann einfach damit drehen. Also es gibt einen besseren Grip. Und der innere Teil ist dann dafür gedacht für Coils. Also sprich, wenn ihr einen Fertigcoil habt, der wirklich fest sitzt, dann könnt ihr den hier ansetzen und einfach drehen. Und wir haben Keramikspitzen, das heißt, wenn wir ausglühen, können wir das gleichzeitig gedrückt halten und ausglühen, ohne dass wir einen Stromschlag bekommen. Deswegen finde ich das ziemlich cool, dass eLeaf sowas gleich mit beigelegt hat. Und wie gesagt, das ist dann der Lemo 3. Schauen wir uns den Lemo erstmal etwas näher an. Wir haben einen Drip-Tip, das können wir abnehmen und können es gegen einen Drip-Tip unserer Wahl austauschen. Das hier ist dann die Top-Cap. Wir haben jetzt hier beim Lemo 2 hatten wir ein Top-Side-Filling. Hier haben wir ein wirkliches Top-Filling und das geht natürlich noch etwas schwer, weil der hat noch nie Liquid gesehen. Hier oben füllt ihr dann in der Seite das Liquid jeweils ein. Hier haben wir auch noch einen Dichtungsring angebracht oben, der das Ganze nochmal abdichtet. Und wenn ihr dann aufgefüllt habt, dann dreht ihr einfach wieder zu. So, dann haben wir hier ca. 4 ml Tankvolumen. Und unten drin haben wir die ziemlich große Airflow. Die ist also sehr groß. Die ist auf beiden Seiten, also da kommt genügend Luft ran. Und wenn wir das Ganze dann abschrauben, dann haben wir hier einen ersten Blick auf die Selbstwickeleinheit. Und hier sind die Liquidlöcher. Und um überhaupt wickeln zu können, müsst ihr diese Schraube lösen und diese Schraube lösen. Das ist ein Manko, finde ich, weil ohne Schraubendreher mal eben die Wicklung
kontrollieren ist nicht möglich. Und diese Schrauben, wie ihr sehen könnt, sind wirklich winzigst. Also da muss man mit viel Fingerspitzengefühl rangehen. Das Rausschrauben ist noch nicht mal ein großes Problem. Das Reinschrauben, werdet ihr dann sehen, ist etwas schwieriger. Und hier haben wir jetzt also die RBA. Da waren die Schrauben drin auf beiden Seiten. Hier in der Mitte, das ist der Luftkanal. Also der ist ganz schön groß. Also wenn die Wicklung dann hier drüber ist, auf beiden Seiten, dann geht durch die Airflow unten das hier über die gesamte Breite nach oben auf die Wicklung. Es ist eine Art Velocity-Style-Deck, nenne ich es mal. Es ist zumindest zwei Post-Design, wie man hier sehen kann. Hier wird dann die Watte reingelegt in die jeweiligen Kanäle. Und hier haben wir Kreuzschlitzschrauben. Und man kann hier auf alle Fälle anständige, dicke Wicklungen anbringen. Das sollte nicht das Problem sein. Zumindest was die Höhe betrifft, ist das Ganze jetzt nicht unbedingt klein. So, und ich hatte ja gesagt, wir haben ja noch diese Einheit hier. Die hier ist für die Fertigcoils. Und auch das ist keine einfache Sache in dem Sinn, sondern erfordert, dass ihr unten diese beiden Schrauben rausdreht, was ich jetzt mal mache. Also wir haben hier sehr viele Schrauben, für Bastler natürlich super. So. Das ist also das RBA-Deck. Und jetzt muss ich mal gucken, ob ich das von der Kamera her... Ja, hat leider nicht funktioniert. Also das heißt... Die Schrauben reinbringen. Ja, man sollte es natürlich auch richtig übereinander haben. Ja. Also ihr seht schon, das ist nicht so einfach. Wenn ich jetzt einfach über die Kamera drüber gucken könnte, was ich leider nicht kann, dann wäre das Ganze wesentlich einfacher. Aber ihr seht schon, es ist ein wenig Gefriemel. Einmal. So. Jetzt haben wir das Deck so, dass wir einen Fertigkopf einfach einbringen können. Im Lieferumfang sind dann zwei solche Köpfe. Das ist einmal ein 0,3er, das ist der hier, und dann ein 0,25er, der temperaturfähig ist, also mit Nickel 200. Der, wie gesagt, das ist jetzt der ganz normale. Der wird dann einfach hier eingeschraubt. Und die Löcher hier, die lassen das Liquid, also auch hier haben wir haben genug Abstand, wie man sehen kann. Die Löcher müssen also jetzt nicht hier unbedingt da mit den Wattelöchern auf dem Coil übereinstimmen. Also so jetzt. Ne? Vielleicht bekommt man es hin, aber es ist absolut nicht notwendig, weil wie gesagt, hier ist genügend Spielraum für das Liquid. Und jetzt möchte ich euch das nochmal zeigen mit dieser Pinzette. Also wenn mal ein Coil festsitzt, dann nehmt ihr dieses Teil, geht da drüber und dann haltet ihr das fest. Also ihr habt eine richtig schöne Hebelwirkung und das Ganze geht dann auch sehr, sehr zügig. So, und jetzt werde ich die RBA-Einheit wieder drauf machen. Das heißt, ich löse die Schrauben. So, und jetzt können wir erstmal die Wicklung anbringen. Mitgeliefert werden, wie gesagt, zwei solche vorgefertigten Wicklungen. Diese könnt ihr dann auch als Vorlage nehmen, wenn ihr dann selber Wicklungen macht, also dass die Drähte, wie die gebogen sein müssen, um es einfacher zu haben, wenn ihr eine frische Wicklung anbringt.
Und dann fädelt ihr das auf einer Seite ein. Und dann kommt der schwierige Teil, das zweite Einfädeln. Da muss ich jetzt mal die Kamera wahrscheinlich ein wenig anstupsen. So. Und dann schrauben wir erstmal eine Seite fest und dann die andere Seite. Das zieht das Ganze ein wenig an. Und jetzt dann natürlich die Drähte wegwickeln. So, dann nehmen wir unsere Spitzzange und schneiden die Wicklung entsprechend ab. Aufpassen, dass ihr wirklich auch nur den Überstand wegmacht und nicht eure Wicklung selber durchschneidet, weil das kann nämlich auch sehr schnell passieren. So, und dann müssen wir natürlich sicherstellen, dass die Wicklung nicht aufliegt. Das heißt, jetzt beginnt das Ausrichten, so dass wir Abstände haben zu den Posts und natürlich auch unten zur Airflow, dass das also nicht aufliegt, sondern wirklich einen Abstand hat. So. Und dann machen wir den Aufglühtest. Also wir schauen, dass von innen nach außen die Wicklungen dann aufglühen. So soll es dann auch sein. Falls es nicht der Fall ist, dann könnt ihr das ein bisschen mit der mitgelieferten Pinzette dann korrigieren und auch nochmal zusammenpressen bzw. Hotspots entfernen, indem ihr einfach so ein bisschen drüber streicht. Als nächstes zieht ihr dann die Watte einfach durch die Wicklung durch. Sollte leicht und nicht zu stramm sein. Und dann lege ich die mal ein bisschen nach unten und schneide die ab. So. Und dann fürs leichtere Formen, also weil wir wollen ja hier unten in diese Ecken reingehen, empfiehlt es sich dann einfach schon jetzt Liquid drauf zu machen. Also einfach auf die Watte drauf, dass die sich gut vollsaugt. Hat natürlich auch dann den Vorteil, dass wir dann sofort, wenn wir alles zusammengebaut haben, losdampfen können, weil die Watte dann eben schon voll befeuchtet ist und wir keinen Dry Burn kriegen. Jetzt nehme ich wieder mein Zahnarztwerkzeug, um ein bisschen zu modellieren. Einfach nur dort leicht anpressen und das Ganze relativ einfach dann zu bewerkstelligen ist. So, dann nehmt ihr eure Schutzkappe und setzt die hier drüber. Da ist jetzt ein bisschen Liquid zur Seite. Das war zu viel des Guten. Das mache ich jetzt gleich mal weg und dann die beiden Schrauben seitlich wieder reinschrauben. Und das ist jetzt der Part, der wirklich, wirklich kniefieselig ist, weil ihr seht, diese Schraubenlöcher haben keine Vertiefung. Das heißt, ihr müsst die wirklich mit dem Schraubenzieher nehmen, führen und einbringen. Also es empfiehlt sich dann wirklich sowas zu haben, also eine Wickelstation sowieso solltet ihr benutzen, um das Ganze etwas stabiler zu halten, während ihr mit den Schrauben hantiert und ein bisschen Druck dagegen machen könnt.
Aber also echt, die Schrauben, die sind schon, die sind wirklich, wirklich winzig. Und jetzt ist sie mir ausgerutscht. Also ich zeige euch das extra, weil das ist also kein Selbstwickelverdampfer, den man mal so unterwegs in der Stadt mit neuer Watte ausstatten kann. Außer ihr habt zwar eure Wickeltasche dabei, aber das macht es nicht unbedingt einfacher, wie ihr gesehen habt, mit den kleinen Schrauben. So, das haben wir jetzt erledigt. Hier oben ist auch ein Dichtungsring, der ist ganz wichtig. Wenn ihr diese Topcap nicht habt, beziehungsweise wenn ihr dann die Selbstwickeleinheit rausnehmt und die andere, achtet bitte darauf, dass hier auf alle Fälle die Dichtung drin ist, damit das Ganze hier, wenn es zusammengeschraubt wird, auch dicht hält. Sonst habt ihr die Soße überall und das wollt ihr nicht. Jetzt können wir dann praktisch das Liquid einfüllen. Dazu schrauben wir die Topcap, wie vorhin schon mal gezeigt, einfach ab. Dann nehmen wir unser Liquid und das geht ratzfatz. Dann haben wir das Liquid drin. Ich liebe Topcaps, die immer, also die Topfilling erlauben, weil das ist so einfach viel entspannter. Man muss den Verdampfer nicht abschrauben und hat den sofort im Einsatz. So, jetzt haben wir ihn befüllt und wir können loslegen. So, jetzt habt ihr ihn gesehen, den Lemo 3 aus dem Hause Elif. Er gefällt mir rein optisch. Macht er was her, also ist mal hier mit dem schwarzen O-Ring oben und unten praktisch der Lemo-Schriftzug noch hier drinnen und Elif, finde ich optisch cool. Die riesige Airflow ist auch nicht ohne, das heißt, wir haben fast ein wirkliches Open Drawer, wie man es von Tröpfelern manchmal kennt. Und ich bin jetzt hier bei 59 Watt mit 0,45, also den beiden Fertigwicklungen, die mit in der Packung dabei waren. Und jetzt machen wir einfach mal einen Dampftest. Da kann man echt nicht meckern, oder? Also Nachflussprobleme null. Selbst bei so einer hohen Wattleistung. Die Kleppencoils, die jetzt dabei sind, die brauchen natürlich mehr Power, als wenn ich jetzt eine normale Kanthal-Wicklung hätte oder einen normalen Edelstahldraht und nicht als Kleppen. Deswegen, der Lemo kann natürlich auch mit weniger Watt betrieben werden. Nur wenn Dual-Coil und Kleppen, dann würde ich sagen 50 plus Watt, damit man Spaß an dem Gerät hat. Ja, also bis jetzt geschmacklich finde ich den auf alle Fälle besser als den Lemo 2. Das einzige Kriterium, oder was heißt Kriterium? Der einzige Kritikpunkt, den ich habe, sind diese wirklich kleinen winzigen Schrauben, die diese Kammer halten. Das hätte man vielleicht anders lösen können. Hat aber den Vorteil, es hat immer so Licht und Schatten. Der Nachteil, es ist, wie ihr sehen konntet, ziemlich fieselig, diese beiden Schrauben da reinzubekommen. Der Vorteil ist, dass wir unten kein Gewinde haben. Das heißt, selbst wenn ihr nicht genau mit der Watte gearbeitet habt und ihr drückt diesen Kamin drüber, dann habt ihr kein Problem, dass sich die Watte irgendwie einfranst oder festfrisst in irgendeinem Gewinde, weil es gibt kein Gewinde. Und das macht das Ganze natürlich dann wiederum einfacher. Anfängerfreundlich würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber es ist so ein Zwischending. Hätten die da irgendwie noch, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie man es ohne Schrauben ging, geht es wahrscheinlich nicht, das hätte fixieren können, außer man macht eben wieder unten ein Gewinde rein. Aber ansonsten mit 4 Milliliter Tankvolumen gibt es nichts zu meckern. Top Filling, einfach zu bedienen und die Packung, also
ihr bekommt ja alles, was man sich wünschen könnte, inklusive passendem Werkzeug. Ich habe nur jetzt meinen Schraubendreher benutzt, der einen längeren Stiel hat, weil es einfach bequemer ist als diesen kleinen. Aber selbst wenn ihr kein Werkzeug hättet, könntet ihr das Gerät komplett aus der Packung raus in Betrieb nehmen. Das Einzige, was euch fehlt, ist Liquid. Macht auf alle Fälle Spaß und schmeckt. Das soll es gewesen sein zum Lemo 3 von Elif. Bis demnächst. Ciao.